FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Heute zu den Ursachen des Antisemitismus anlässlich des Angriffskrieges des Islamischen Staates gegen die Zivilisation im Pariser November. Wer sieht gerne live ein Fußballspiel? Besucht Rockkonzerte? Sitzt manchmal in einer Bar, Café oder Restaurant? Wohl so gut wie jede Frau oder Mann dürfte das eine oder andere häufiger tun. Eigentlich hätte der Atem mindestens für einen Augenblick stillstehen müssen, wenn man am 13. November 2015 Nachrichten gehört oder gesehen hat. Denn die Angriffsserie des 13. November richtete sich unmittelbar gegen die Zuschauer eines Fußballspiels im Stade de France in Saint-Denis, wo vor ca. 80.000 Zuschauern das Freundschaftsspiel zwischen der französischen und der deutschen Fußballnationalmannschaft stattfand. Gegen die Besucher des Konzerts der US-amerikanischen Band Eagles of Death Metal im Bataclan-Theater und gegen die Gäste zahlreicher Bars, Cafés und Restaurants. Mehrere Schusswaffenattentate, ein Massaker mit Geiselnahme und 6 Explosionen, die von Selbstmordattentätern mit Sprengstoffwesten ausgelöst wurden, waren zu vermelden. Die erste Frage ist, kam das überraschend? Fragen wir Marc Trévidic, einen der französischen Untersuchungsrichter für Terrorstraftaten. So äußerte dieser sich weit vor der Anschlagsserie in einem Interview mit der Zeitschrift Paris Match, wonach Frankreich eines der Hauptziele eines terroristischen Überbietungswettbewerbes sei, folgendermaßen. Die Bedrohung hat ein Niveau erlangt, die es bislang nicht gab. Zum einen haben wir den Islamischen Staat als den Feind Nummer 1. Frankreich ist das Hauptziel einer Armee von Terroristen mit unbegrenzten Mitteln. Des Weiteren ist es klar, dass wir aufgrund unserer geografischen Lage besonders anfällig sind für einen einfachen Eintritt aller Dschihadisten in das Gebiet Europas, ob französisch oder nicht, die ja immer deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass sie uns schlagen wollen. Und es muss gesagt werden über das Ausmaß der Bedrohung und der Vielfalt der Formen, die sie ergreifen können. Unser Antiterrorapparat ist durchlässig geworden, fehlbar und sie hat mehr Wirksamkeit als bisher. Schließlich bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die Männer des Islamischen Staates den Ehrgeiz und die Mittel haben, die uns durch die Organisation von unterschiedlich dosierten Aktionen unvergleichliche Schwierigkeiten gegenüber den bisher durchgeführten machen werden. Das sage ich als Techniker. Die düstersten Tage stehen uns bevor. Der wirkliche Krieg, den der Islamische Staat beabsichtigt, auf unserem Boden zu tragen, hat noch gar nicht begonnen. Es kam also nicht überraschend, wenn der Krieg nun ein neues Stadium erreicht hat. Die Ausgabe vom 17. November von Charlie Hebdo zierte ein Cover, das vielleicht am besten zum Ausdruck bringt. Ein dummerhaftig grinsender Lebemann leert sein Glas mit den Worten: Sie haben die Waffen, wir haben den Champagner. Während ihm bereits der Champagner aus den Einschusslöchern strömt. Es drückt aus, was immer wieder vor Angststarre in Europa kaum jemand zur Kenntnis nehmen will und was sich nun schwieriger leugnen lassen wird, was eine weitere Eskalationsstufe des Krieges des Dschihad gegen Europa ist. Das Massaker an jüdischen Sportlern während der Münchner Olympiade wurde in ihrem Charakter über Jahrzehnte verschleiert. Das Schicksal eines israelischen Gewichthebers, der bei der Geiselnahme kastriert wurde, bezeugt unter anderem, welche aggressiven Fantasien die Täter gehabt haben, die wohl auch auf den ganzen Diaspora-Dschihad ein Licht wirft. So teilt die Witwe des Opfers mit,
Sie haben ihm seine Genitalien durch seine Unterwäsche hindurch abgeschnitten und ihn misshandelt. Die Witwe des getöteten Fechttrainers, André Spitzer, Sie haben immer behauptet, dass Sie die restlichen Geiseln nur wegen der schiefgegangenen Rettungsaktion am Flughafen umgebracht haben. Das ist nicht wahr. Sie kamen, um Menschen zu verletzen. Sie kamen, um zu morden. Elke Wittig von der Jungle World berichtete, Steve Ungerleider, ein Mitglied der Olympic Sports Science Division. Der Amerikaner war bei insgesamt 13 Olympischen Sportspielen offiziell tätig. Die in München 1972 hatte er allerdings verpasst, weil kurz zuvor sein Vater gestorben war. So erlebte er das, was er den ersten Fall von modernen internationalen Terrorismus nennt, nur zu Hause vor dem Fernseher mit. Zitat, die meisten Angehörigen der Opfer konnten mit dem Geschehen nie richtig abschließen, weil das Olympische Komitee aufgrund der komplexen Politik im Nahen Osten es vorzog, zu schweigen und die 11 ermordeten Israelis niemals ehrte oder auch nur formal als Opfer anerkannte, sagt er heute. Ungerleider beschloss daher, einen Dokumentarfilm zu produzieren, der Munich 1972 and Beyond heißen und im kommenden Jahr Premiere haben wird. Die Globalisierung dschihadistischen Krieges begann also keineswegs erst bei den Angriffen auf New York, und schon in München zeigt es sich, dass es ein nicht erst im Islamismus, sondern schon in den traditionalen muslimischen, in der traditionalen muslimischen Sozialisation ein Aggressionspotenzial gibt, das in der Psychodynamik liegt und auch erklärt, warum ein Breivik 1000 von Mohammed Attas und anderen Terroristen kommen. Dem zufälligen Umstand, dass circa 2 Wochen nach dem Anschlag von Paris in Berlin ein Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie stattfand, verdanken wir, dass das Interview, das der Deutschlandfunk mit dem Psychiater Mazdar Adli führte, sich um die Frage stehenden Radikalisierungsprozesse drehte, aber nicht um die Ursachen, sondern um die, wie Adli es nannte, sozialklimatischen Bedingungen, welche in einem eigenen Ausschlusserfahrung oder der Eltern gründen und Zerfallsprozesse gesellschaftlicher Instanzen, wie auch, hier kommen wir dem Problem schon näher, der Begegnung mit Hasspredigern. Nun werde ich bei einem Hassprediger, wenn ich ihm begegne, überhaupt nicht zum Terroristen, sondern er erregt bei mir Misstrauen. So dass hier allerdings die Forschung zu bringen hat, welche Sozialisation und durch welche speziellen zivilisatorischen Bedingungen die allgemeinen Lebensbedingungen des 20. bis 21. Jahrhunderts zum Auslöserfaktor werden können. Judenfeindschaft war im christlichen Bereich ein sich durchziehendes. Dass sie auf islamischem Boden ziemlich spät revitalisiert wurde, hängt mit Sicherheit auch an der Biografie ihres Propheten Mohammed, insbesondere zur Zeit der Hijra, der Auswanderung Mohammeds von Mekka nach Medina zusammen. Leider sind Rezensenten und Kritiker des neuen Buchs von Hamid Abdel-Samad auf Inhalte des Buches nicht eingegangen, sondern reduzieren sich auf Meta-Überlegungen über den Autoren, wie dann auch eine Rezension der Rezensionen feststellen musste. Ich zitiere das. Ein Islam-Experte hat ein islamkritisches Buch geschrieben. Es rechnet in großer Schonungslosigkeit mit dem Propheten Mohammed ab. Man könnte sagen, dies sei ein Thema der Stunde. Doch merkwürdig. Die Kritik von Hamid Abdel-Samads neuem Buch, die Kritiker, haben sich kaum für das Buch selbst interessiert. Stattdessen scheint ihnen die Vita des Autors viel wichtiger zu sein als ein echter Islamdiskurs über Mohammed. Eine Abrechnung. Einige deutsche Islamwissenschaftler verabschiedeten sich bewusst von ihrer Rolle als Rezensenten, also objektiver Beobachter eines innerislamischen Diskurses, und werden zu subjektiven Teilnehmern, ja sogar zu Apologeten
einer Religion. So Abdel Hakim Uri in der Zeit, wo auch nicht Nachweise, die er bietet, nachzulesen sind. Traurig genug, dass man solche Hinweise noch benötigt. Da nun aber Mohammed nicht nur für Islamisten eine so große Bedeutung als Identifikationsfigur nach wie vor hat, zitiere ich aus der Einführung des Buches, die übrigens auch teilweise schon in der Zeit erschienen war, um wenigstens eine gewisse Vorstellung von der Problematik zu geben. Mohammed als historische Person, seine Taten und Worte sind eine Projektionsfläche, die nach Belieben gefüllt werden kann. Jeder kann daraus machen, was er will, um darin eine Bestätigung und Legitimation dessen zu finden, wonach er trachtet und wer er ist. Viele friedliche Muslime berufen sich auf Mohammed und sehen in ihm nur den gerechten, weisen und barmherzigen Propheten, der sogar in seiner Härte gerecht und barmherzig war. Sie orientieren sich an Episoden aus dem Leben Mohammeds und an Koranpassagen aus der mekkanischen Phase, die das friedliche Zusammenleben mit Andersgläubigen betonen. Auch radikale Kräfte und Terroristen berufen sich auf Mohammed. Sie zitieren spätere Passagen des Koran, die die Ungläubigen verteufeln und den Krieg verherrlichen. Sie sehen in Mohammed einen kompromisslosen Kämpfer für die Sache Gottes, der mit aller Brutalität gegen Ungläubige vorgegangen war. Islamkritikern wiederum fällt es schwer, die weise und barmherzige Seite von Mohammed zu erkennen und seine Verdienste um die Einheit Arabiens und das Ende des Polytheismus in der Religion. Es kommt also ganz darauf an, wonach man sucht, wenn man in Mohammeds Biografie und im Koran oder den Hadithen stöbert. Und im Bild zu bleiben, man kann die Karte des gütigen Mohammed ziehen und ausspielen, aber auch die des Monsters. Eine so ambivalente Persönlichkeit, wie es Mohammed offenbar nun einmal war, kann man schlecht mit Kategorien wie gut und böse, schwarz oder weiß erfassen. Ein wenig später im Text geht er abbreviativ auf die Biografie ein. Wer es genauer wissen will und es besteht aller Grund, es wissen zu wollen, wird in dem Buch durchaus fündig werden, dessen Quellen der Rezensent der Rezensionen mühselig überprüft hat, ohne Fehler zu finden. Mohammed war ein Waisenkind, das nicht bei seiner Familie, sondern bei fremden Beduinen aufwuchs. Als er nach Mekka zurückkam, hütete er wie ein Sklave Schafe für seinen Stamm, bei dem er offenbar wenig angesehen war. Ihm fehlten nicht nur die Liebe und Fürsorge der Eltern, sondern auch Leitfiguren. Die Rolle des Einzelkämpfers war ihm in die Wiege gelegt. Später heiratete er eine reiche Witwe und wurde in ihrem Unternehmen ein erfolgreicher Karawanenführer. Er war gut situiert und glücklich. Doch im Alter von 40 Jahren geriet er plötzlich in eine Sinnkrise. Er wanderte allein in der Wüste umher, meditierte in einer Höhle, hatte Visionen und behauptete, Steine würden zu ihm sprechen. Er litt unter Angstzuständen und trug sich mit Suizidgedanken. Und er glaubte an eine Offenbarung, die ihm vom Himmel gesandt wurde. Ein zweiter Wendepunkt im Leben Mohammeds war seine Auswanderung von Mekka nach Medina. Hier wurde nicht nur der erste muslimische Staat gegründet, hier kam auch der gewalttätige Prophet zum Vorschein, der für seine Ziele über Leichen ging. Der Unterschied zwischen Mohammed in Mekka und Mohammed in Medina ähnelt dem zwischen dem jungen marxistischen Theoretiker Lenin und dem sowjetischen Staatsoberhaupt Lenin. Nach der Machtergreifung gerieten vormals hochgehaltene Prinzipien immer mehr in den Hintergrund, die Logik der Macht und die Angst vor dem Verrat bestimmten fast alles. Kriege verlangten nach neuen Kriegen und Mohammed begann eine beispiellose Eroberungswelle, die die Welt bis heute prägt. Seine ambivalente Persönlichkeit wird auch verständlich durch seine Beziehung zu Frauen. Er behandelte sie nicht wie ein Tyrann, sondern eher wie ein Kind, das unter Verlustängsten litt. Und diese prägten die Situation muslimischer Frauen bis heute.
Die Verschleierung, die Mehrehe, die Unterdrückung sind nicht zuletzt Mohammeds Ängsten geschuldet. Gleichwohl sprach er durchaus positiv über Frauen. Manche Muslime finden sogar, er habe die Frauen befreit. Mohammed war süchtig nach Macht und Anerkennung. Diese suchte er bei Frauen und im Krieg. Allein in den letzten 8 Jahren seines Lebens führte er über 80 Kriege. Erst im Schatten des Schwertes erfuhr er die Anerkennung, die er immer gesucht hatte. Doch je mächtiger er wurde, desto stärker war er getrieben von seiner Macht. Je mehr Feinde er ausschaltete, desto mehr wuchs seine Paranoia. Seine Anhänger in Medina kontrollierte er auf Schritt und Tritt. Er versuchte alles zu beherrschen und zu regeln, selbst ihren Schlafrhythmus. 5-mal am Tag versammelte er sie zum Beten, um sich ihrer Treue zu versichern. Er warnte sie vor den Qualen der Hölle. Sünder wurden ausgepeitscht, Lästerer und Apostaten getötet. Was Sünde war, bestimmte er. Fantasien, die sich um das Auspeitschen der Gegner geht, habe ich persönlich auch schon von weder sehr gläubigen noch islamistischen Muslimen vernommen, wenn sie gerade mal über jemanden wütend gewesen sind. Und auch bei vielen konnte ich so eine Kontrollsucht bemerken. Nicht, dass es das nicht, wenn auch in milderer Form bei Christen, Atheisten und was auch, weiß ich auch, gibt, aber hier zieht sich offenbar etwas durch die Geschichte hindurch. Auch die Psychoanalytiker Bela Grunemann und Pierre de Saussure kommen in ihrem Buch, eine Übersetzung, Narzissmus, Christentum, Antisemitismus, auf die erwähnte Phase der Hijra, also diesen Übergang nach Medina, zu sprechen. Ich zitiere jetzt mal ausführlich aus diesem Buch, weil es ja um die Motivstruktur auch des Pariser Attentats angehen wird. Seit dem ersten Jahr der Hijra verstand sich der Islam zumindest der Theorie nach als eine tolerante Religion. Sein Begründer Mohammed verstand es, eine Art Kompromiss zwischen dem Judaismus und dessen christlichen Rivalen herzustellen, indem er da und dort die jüdische und die christliche Lehre miteinander vermischte. Der judaische Einfluss war in der Unterweisung des Propheten jedoch viel wichtiger als der des Christentums. In all seiner Starrheit hat der Islam den Monotheismus bewahrt. Das von den Christen abgeschwächte mosaische Gesetz ist bei den Muslimen trotz Einschränkungen erhalten geblieben. Er bringt dann einige Beispiele, die ich immer weglasse. Die Anleihe beim Christentum ist geringer. Jesus, obwohl jungfräulich empfangen, ist nur ein Prophet unter anderem. Er ist nicht der gekreuzigte und wiederauferstandene Christus. Seine Ankunft war ebenso wie die Mohammeds in den Schriften angekündigt. Offensichtlich hat Mohammed von den Kirchenvätern das Entzifferungsverfahren für prophetische Bibeltexte gelernt, um darin die Zeichen seiner eigenen Ankunft zu finden. Ihm zufolge haben es weder die Juden noch die Christen verstanden, die Bibel richtig zu lesen und darin die Vorhersage seiner Ankunft zu finden. Sie sind Blinde oder noch schlimmer, Lügner. Als der Islam mit seiner Expansion begann, war der Heilige Krieg gegen die Ungläubigen nur auf die Polytheisten gerichtet. Tötet die Ungläubigen, wo ihr sie findet. Die Heiden mussten rasch verschwinden und ließen als Gegenüber der wahren Gläubigen nur Juden und Christen zurück. Es waren die Kreuzzüge, die die Erweiterung des Heiligen Krieges gegen die Christen auslösten. Sie richteten sich nach wie vor nicht gegen die Juden. Aus den Ackerbauern, die sie vor der arabischen Eroberung fast ausschließlich gewesen waren, verwandelten sich die Juden innerhalb von 3 oder 4 Jahrhunderten in ein städtisches Volk aus Händlern und Handwerkern. Wohl hatte es im Laufe der Jahrhunderte manchmal gewalttätige und blutige Verfolgung gegeben, doch diese richteten sich genauso gegen die jüdischen wie gegen die christlichen Zemi. Diesen Verfolgungen lag keine theoretische und theologische Religionsideologie zugrunde. Der Konflikt, der Mohammed von Anfang an mit den jüdischen
Gemeinden Arabiens entzweite, beschränkt sich auf die in den heiligen Texten enthaltene Verunglimpfung derer, die an ihrer alten Religion festhielten. Ihre Zwangsbekehrung wurde nie gefordert. Im gesamten islamischen Reich konnten die Juden nach Bezahlung der Kopfsteuer ihre Religion ungehindert praktizieren. Die Haltung der muslimischen Macht gegenüber Juden und Christen beruhte immer schon auf einer Auslegung der Welt nach dem Koran. Die Welt gehört zum Teil dem Islam. Die noch nicht eroberten Gebiete gehören ihm potenziell. Diese Konzeption einer religiösen Grundlegung wurde wieder aktualisiert, als zu Beginn des 20. Jahrhunderts die zionistische Bewegung Gestalt annahm und ganz besonders mit der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948. Die antijüdische Feindseligkeit der arabischen Welt, die zunächst politischer Art war, erweiterte sich nunmehr um einen Antisemitismus, der den Muslimen in seiner modernen Bedeutung fremd gewesen war. Er entlieh vom europäischen Antisemitismus sowohl die vom antiken Heidentum geerbten weltlichen Themen als merkwürdigerweise auch die für den islamischen Geschmack aufbereiteten theologischen Themen. Das Vorgehen ist vielleicht so etwas wie eine Umkehrung des Vorgehens Hitlers, der von der christlichen Kultur geprägt seinen Antisemitismus für strategische Zwecke laizierte. Der politische Antisemitismus der arabischen Länder bekannt sich in gewisser Weise zur Religion, um seine öffentliche Wirkung in einer Konstellation zu vergrößern, die für die Rückkehr zu den religiösen Werten günstig ist. Kurz gesagt, durch die Islamisierung des Anti-Israelismus kehrt die Bewegung, die gern von Amalgamierungen Gebrauch zum Antisemitismus zurück, wobei sie unter anderem den Heiligen Krieg unterstützt. Und zum Schluss des Kapitels zitieren die Autoren Poljakow: Als Puristen der Religion kehrten sie, die antisemitischen Muslime, zu den heiligen Texten zurück und behandelten sie wie alle Integristen unhistorisch. Sie injizierten die Vergangenheit in die Gegenwart und nähern sich so von den uralten Gegensätzen. Und dann schließen sie: So sind in den Augen derer, denen der Islam zugleich Religion und Staat ist, für die Tragödie im Mittleren Osten nicht nur die zionistischen Israeliten oder die Kinder des Zionismus verantwortlich, sondern die Juden als solche. Hier finden wir, und darum ging es mir jetzt in diesem Kontext, den Missing Link zwischen ursprünglichen Islam und dem heutigen gespaltenen, zu dem der Islamismus ebenso gehört wie traditionale, moderate oder liberale Interpretationen. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass ein archaisches Relikt seine Gewalttätigkeit erst im 20. und 21. Jahrhundert, wenn es traurig wäre, könnte man ja witzeln, dass das auch buchstäblich verstanden werden kann, nicht bloß metaphorisch, entfaltet. Und es liegt auch in der Mehrdeutigkeit des Wortes Dschihad, das nicht nur nicht einmal vorrangig heiliger Krieg bedeutet, sondern ein sich Mühe geben im Krieg gegen das eigene körperliche Begehren, gegen die eigene Triebhaftigkeit, das nun leider nicht zur Sublimierung führt, sondern zum verzweifelten Versuch der Unterwerfung der individuellen Leiber, ein Krieg, den man sich so total vorstellen muss, wie Goebbels den Krieg in seiner Sportpalastrede. Man muss allerdings ohne große Kenntnisse Freuds bereits erkennen, dass eine solche Unterwerfung anstelle der Sublimierung der Triebe in Kunst, Musik, ästhetischer Gestaltung keine Chance hat, sondern das Schicksal hat, das sich in den bekannten Abwehrmechanismen der Verleugnung, Projektion niederschlägt und ebenso in einem permanenten Kampf gegen die Wiederkehr des Abgewehrten sich äußert, wie er sich in einem Jakobinismus, mit dem schon Eisenstadt den Fundamentalismus in Zusammenhang brachte, und dessen Tugendterror sich äußert. Das Verbot sinnlichen Erlebens, körperlicher Attraktivität, unreglementierten Sexualverhaltens gehört zu solchem Dschihad, der dann mit der Explosion von Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert etwas zu tun hat. Es entwickelt sich eine übersexte Kultur, nicht unähnlich der Zeit des Viktorianismus, wo schon ein nacktes Tischbein die Männer in Erregung versetzen konnte.
Und so wurde ja bekannt, dass die Attentäter von 9-11 sich weigerten, einer Frau die Hand zu schütteln. Bekanntlich hat ja auch das Kopftuch die Funktion, den Mann vor sexuellen Explosionen zu verhüten. Was Alexander Mitchell nicht einst vaterlose Gesellschaft nannte, im Verfall väterlicher Autorität, die allerdings nicht den Autoritarismus beendete, betrifft allerdings nicht nur die Zivilisation Europas. Auch der traditionalistische Islam musste überall Kompromisse mit der modernen Gesellschaft schließen, was den Genuss von Alkohol angeht, Kleidungsstil, Kunst, wenn auch immer noch mit einem Index von Makel assoziiert. Genau dieser Verfall von Autorität, der in Europa noch größer ist, fördert die Attraktivität von autoritären, gewaltbereiten Islamismus. Nicht nur im geistlichen, auch im familiären Bereich. Es ist so denn auch kein Zufall, dass recht gemäßigte oder liberale Muslime oder Muslime sich über ihre Schüler wundern, die dann in eine Richtung gehen, die sie verhindern wollten. Etwas grantig gesagt, wer vom moderaten Muslimen eingeseift wird, wird dann von den Radikalen rasiert. Ich vermeide es jetzt, irgendjemanden dort zu denunzieren. Es gibt einige Beispiele, wo also sehr liberale Muslime, die den schönsten Islam predigten, der ganz sympathisch ist, das kann man nicht anders sagen, aber dennoch etwas von denen charakterische Strukturen rüberbringt immer noch, was dann im Islamismus seine Früchte trägt. Und kommen wir mal zu so etwas. Ein Beispiel sollte ausreichen. Die Taz vom 30. November 2015 berichtete einiges über die Biografie der bislang bekannt gewordenen Attentäter. Nicht in jedem Fall weiß man mit Sicherheit, welche Begegnung mit einem Hassprediger irgendwann den Ausschlag gegeben haben muss und den Beginn eines Abdriftens in die Einbahnstraße des tödlichen Fanatismus darstellte. Nichts, weder ihre Herkunft, ihre individuelle Geschichte oder ihre Betroffenheit durch kollektive, soziale, kulturelle, postkoloniale oder religiöse Diskriminierungen, kann auch nur ansatzweise als Entschuldigung oder mildernder Umstand betrachtet werden. Wie so oft finden sich im Lebenslauf dieser jungen fanatisierten Terroristen, die als Kanonenfutter für den Dschihad dienten, bereits bekannte Schemata. Dazu gehört eine schwere Jugend in einer kinderreichen und meist nicht sehr gläubigen muslimischen Immigrantenfamilie aus Algerien oder Marokko in einem perspektivlosen Vorort der französischen Banlieue. Dazu gehört Schulversagen, erste Delikte und Aufenthalte auf dem Polizeiposten oder im Gefängnis. So sieht in etwa auch bei den Antiterrorbehörden das klassische Profil der Jungen aus, die sich aus unterschiedlichsten Gründen und Umständen plötzlich und oft auch völlig unbemerkt radikalisieren. Gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten in der Vorgeschichte der Täter, außer der Tatsache, dass alle am Ende bereit waren, sich vom mutmaßlichen Drahtzieher Abdelhamid Abaoud für einen terroristischen Massenmord in Frankreich rekrutieren zu lassen? Schon von den Attentätern, die Mitte der 90er Jahre im Namen des algerischen GIA mit Bomben in Verkehrsmitteln in Frankreich terrorisierten, sprach man von einem neuen Lumpenproletariat. Im Dschihad fanden sie eine Form der Revolte gegen ein System, das ihnen keinen gebührenden Platz und keine Zukunft gewährte. Dem Profil jener, die gesellschaftlich marginal, mehrfach straffällig geworden, voller Hass und manipulierbar sind, entsprach auch Omar Ismail Mostafai, einer der Mörder im Bataclan. Er kam im Vorort
Kurkuron auf die Welt. Wie andere Jungen seines Alters in diesen Siedlungen war er der Polizei wegen kleiner Delikte und Drogenbesitz bekannt. Zwischen 2004 und 2010 wurde er 8-mal verurteilt, musste aber nie ins Gefängnis. 2010 gab er seinen Job in einer industriellen Bäckerei auf und zog mit seinen Eltern und Geschwistern nach Chartres um. Die ganze Familie galt als streng gläubig. Der aus Algerien eingewanderte Vater trägt eine Tschellaba, die aus Portugal stammende Mutter und die Töchter tragen den Schleier. Das ist aus der Taz, also am 30.11.2015. Das kann man im Internet vielleicht noch vollständig nachlesen, wenn man möchte. Durchaus differente Schicksale, aber alle unterlagen den Verlockungen des westlichen Lebens. Das gleichermaßen, weil es mit dem Index des Makels versehen ist, auch eine narzisstische Kränkung bedeutet. Mit allen hierbei nicht außergewöhnlichen Irritationen und Frustrationen, für die der Islamismus einen vergeblichen, allerdings, Ausweg anbietet, der immerhin die Erfahrung individuellen Scheiterns kompensiert und das Begehren in das Paradies verschiebt, das einem Selbstmordattentäter vollendete Befriedigung verspricht. Dass dies nicht massenweise aufgearbeitet wird bei den Muslimen selber und ebenso wenig in der westlichen Zivilisation, die allzu schnell vor der Gewalt einknickt, hängt auch mit der Verdrängungsstrategie zusammen, die ein wenig an Monty Pythons Don't Mention the War erinnert, wo das allerdings in dem englischen Hotel hinsichtlich der deutschen Gäste wenigstens nicht klappt. Nun hat der Islamwissenschaftler Abdul Hakim Urgi, den hatten wir in einem anderen Kontext auch schon zitiert, dass er in einem Artikel, der Süddeutschen Zeitung vom 19. Januar dieses Jahres auch in ideologischer Hinsicht analysiert, wenn er die These aufstellt und begründet, dass zwischen Islam und Islamismus eine ähnliche Beziehung besteht wie zwischen Alkohol und Alkoholismus. Historische Wurzeln der Grausamkeit werden von vielen Muslimen verschwiegen. So die Überschrift. Die Gefahr des gewalttätigen politischen Islams im Namen Allahs ist nicht durch die Unterscheidung zwischen muslimischen Extremisten auf der einen und dem friedfertigen Islam auf der anderen Seite aus der Welt zu schaffen. Auch die bequeme Betrachtung, dass die Extremisten keine Muslime seien, ist naiv. Den Islamisten dienen als Handlungsanleitung doch einige medinische Koranpassagen und das Handeln des Propheten selbst, somit kanonische Quellen der islamischen Rechts- und Religionslehre. Darüber hinaus beruft sich der islamistische Terror auf eine gewalttätige, theologisch gut fundierte Ideologie, die als eine Rezeption der Ideengeschichte der Gewalt gelten muss. Selbstverständlich sind auch soziale, wirtschaftliche, politische und psychologische Ursachen für die heutige Gewalt im Islam essentiell. Ihre historische Genese wird von der Mehrheit der in Europa lebenden Muslime jedoch verschwiegen. Gezielt wird die Gewalt zu Lebzeiten des Propheten, dessen Gemeinde für alle Muslime als Vorbild betrachtet wird, gegenüber den nicht-muslimischen Gesellschaften Europas ausgeblendet. Dabei wird bewusst eine Dynamik des Verdrängens in Gang gesetzt, welche die Entstehung des Islams verklärt und idealisiert. Die Wirkungsgeschichte des politischen Handelns des Propheten von 624 bis zu seinem Tod 632 muss jedoch historisch kritisch verortet werden. Diese komplexen Zusammenhänge überhaupt einmal in den Blick zu bekommen, beziehungsweise die Richtung erst einmal aufzuweisen, wo man zu suchen hat, das ist das, was jetzt so in aller Kürze möglich ist. Kommen wir aber von der allgemeinen Ebene nochmal auf Frankreich zurück. Eines der Akteure, mit denen der Terror in Frankreich begann, ist die gerade auch schon erwähnte also GIA, also Le Groupe Islamique Armée,
also eine Gruppe der islamischen Armee, eine insbesondere in den 1990er Jahren in Frankreich übliche Bezeichnung unter der islamistische Gruppierung zusammengefasst wurden, die während des algerischen Bürgerkriegs Gewalt und Gräueltaten verübten. Die GIA war von 1993 bis 2005 in Algerien und seit Ende 1994 auch in Frankreich aktiv. Westliche Nachrichtendienste entdeckten hier ein europäisches Netz aus Zellen radikaler Islamisten. 1994 brachte eine Gruppierung der GIA den Air France Flug 8969 in ihre Gewalt, um dieses über Paris abstürzen zu lassen. 1995 folgte eine Anschlagsserie in Paris mit Attentaten in Zügen der Pariser Metro und dem RER. Im Dezember 1996 ein Anschlag im Pariser Bahnhof Port Royal. Die Terroranschläge am 13. November 2015 waren die zweite größere Terrorattacke in Frankreich in 11 Monaten. Nach dem Angriff auf die Redaktion von Charlie Hebdo und der Geiselnahme an der Porte de Vincennes am 7. Januar 2015. Weitere Attentate wie der von Saint-Quentin-Fallavier am 26. Juni 2015 erfolgten, wobei eine Reihe davon verhindert werden konnten, etwa der versuchte Anschlag im Talizug 9364 am 21. August 2015, wo mit einem Sturmgewehr bewaffnete Attentäter durch amerikanische Soldaten überwältigt wurden. Die waren dann zufällig anwesend. Nehmen wir ein Beispiel vom 13. November, das Massaker im Bataclan-Theater. Wir wollten ja über den Antisemitismus auch reden, der sich dort manifestiert. Seit 2010 waren der französischen Polizei Drohungen gegen das Theater bekannt. Es kursiert auch ein Video, auf der eine Aktion der Terrorunterstützungsbewegung BDSM, also Boykott, Divestment and Sanctions Movement, ja meistens BDS abgekürzt, gezeigt wird, wo sie den Theaterleuten drohte. Wobei die jüdischen Eigentümer das Theater vor dem Massaker im Übrigen bereits schon verkauft hatten. Also wenn sie die treffen wollten, ging das auch nicht so ganz in die richtige Richtung. Wer sich von der BDS-Bewegung einseifen lässt, wird dann ja, wie sich zeigt, vom Islamischen Staat rasiert. Im Bataclan-Theater gab die US-amerikanische Rockband Eagles of Death Metal ein Konzert vor etwa 1500 Konzertbesuchern. Julian Weber klärte in der Taz darüber auf, dass die Wahl des Theaters nicht zufällig war. Die Version eines willkürlich gewählten Anschlagortes dürfte ziemlich schnell obsolet werden, denn die Location scheint gezielt ausgewählt worden zu sein. Das Bataclan, das bereits seit 1865 besteht und mit Vaudeville-Komödien begann, wurde bis vor 2 Monaten über Jahrzehnte von jüdischen Eigentümern geführt, wie mehrere israelische Medien berichteten. Bis im September habe es auch regelmäßig pro-israelische Veranstaltungen gegeben. Eine jährliche Gala zugunsten des israelischen Grenzschutzes MAGAF hat offenbar häufiger dort stattgefunden. Das Bataclan sei auf dem Radar antizionistischer Bewegung gewesen. Le Monde berichtet, schon 2011 habe eine Terrorgruppe auf den Veranstaltungsort einen Anschlag verüben wollen. Ebenso sind die Eagles of Death Metal, die 1998 von Queens of the Stone Age-Sänger Joss Homme und Gitarrist Jesse Huge in Leben gerufene kalifornische Rockband wohl bewusst in den Fokus der Terroristen gerückt. So bezeichnete die Jerusalem Post kürzlich vor einem Konzert in Tel Aviv, bei dem Eagles of Death Metal Frontman
Jesse Uch seine Solidarität mit Israel kundgetan hatte, ein Ort wie diesen würde ich nie boykottieren. Er fügte hinzu, ich habe mich zuvor so zu Hause, noch nie sofort so zu Hause gefühlt wie hier. Pink Floyd-Mitglied Roger Waters, Unterstützer der anti-israelischen Initiative Boycott, Divestment and Sanctions, die sogar bekannten Israel-Kritikern wie Noam Chomsky zu radikal ist, habe demnach der Band eine böse Mail geschrieben, weil sie in Israel auftraten. Huge sagte bei dem Konzert in Jerusalem, er habe Waters mit nur zwei Wörtern geantwortet. Diese dürften gelautet haben, Fuck you! Was Roger Waters oder Judith Butler und andere Nolens Volens mit ihrer Unterstützung der BDS-Bewegung anrichten, dürfte allemal dazu berechtigen, ihnen ein Fuck you zu entgegnen, wenn sie es wieder oder immer noch tun. Welche Tat der Propaganda denn entspricht, dem entspricht, könnte man ja gegen 21.50 Uhr im Bataclan beobachten. Amimur Mostafai und Agat stiegen vor dem Theater aus einem VW Polo, beschlossen unvermittelt zwei junge Männer auf Leihfahrradrädern und drangen durch die Bar und den Merchandising-Stand in das Gebäude ein. Dieses Drecksgesindel feuerte zunächst circa 10 Minuten lang mit Kalaschnikows Sturmgewehren in das Publikum und warfen Handgranaten in die Menge. 89 Menschen wurden ermordet. Die Besucher versuchten sich in den Räumen der Halle und auf den Balkonen zu verstecken. Einige konnten ins Freie flüchten. Zwei gegen 20 Minuten später eingetroffene Polizisten der Brigade Antikriminalität gelang es, Agat zu erschießen, mussten sich allerdings zurückziehen und auf Verstärkung warten, währenddessen die beiden anderen Mörder, Amimur und Mustafai, sich auf die oberen Ränge begaben, wo sie Geisel nahmen und sich verbarrikadierten. Die Polizei suchte die Räume ab und befreite nach und nach die Gäste. Der wohl naive Versuch eines Unterhändlers der Polizei, mit den Attentätern zu verhandeln, scheiterte, wie zu erwarten gewesen wäre. Beim dann erst erfolgenden Zugriff der Polizeikräfte gegen 0.20 Uhr töteten sich die beiden Terroristen durch Auslösen ihrer Sprengstoffwesten. Gegen 0.50 Uhr war die Aktion beendet. Die Mitglieder der Vorgruppe Wild Mice und die der Eagles of Death Metal entkamen unverletzt dem Massaker. Ein britisches Crewmitglied, das den Merchandising-Stand betreute, wurde erschossen. Zur historischen Einordnung ist noch einiges nachzutragen. Es handelte sich um die ersten Selbstmordattentate in Frankreich. Terrorismus-Experten sprechen von einem Paradigmenwechsel für die westliche Welt. Die neue Strategie folgt einem Aufruf von Osama bin Ladens. Anschläge wie den, der im November 2008 in Mumbai in Indien erfolgte, zum Vorbild zu nehmen. Dem Ableger der Al-Qaida, der Islamische Staat, den man besser Islamischen Unstaat, eine Spielart von Behemoth, nennen sollte, um den Begriff von Franz Neumann aufzugreifen, gelang, woran die Al-Qaida gescheitert war. Auch die Medienstrategie, nach der die Medienaufmerksamkeit möglichst lange zu nutzen angestrebt wird, folgt dem Beispiel Indien und war wohl eine Konsequenz der Medienaufmerksamkeit anlässlich von 9/11. Sie soll vor allem der Verbreitung der Angst dienen. Wie bei jedem Anschlag werden auch bei diesem Anschlag umfangreichere Überwachungskompetenzen von Sicherheitskräften und Politikern gefordert, die mehr die Bürgerrechte beschränken als der wirklichen Prävention dienen. Der französische Untersuchungsrichter für Terrorstraftaten, Marc Trévidic, wies darauf hin, dass wesentliche Treiber der IS
Rückkehrer aus Syrien sind, die mit einer bislang noch nicht gekannten technischen Ausstattung versehen sind, wie zum Beispiel aufwendige und verlässliche Sprengstoffwesten und der zugehörigen Technologie. Neu ist auch das koordinierte Auftreten von gut ausgebildeten zum koordinierten Selbstmord bereiten Attentätergruppen, so dass es nunmehr schwer sein wird, nur von Einzeltätern zu sprechen. Ein weiterer Punkt ist die Fortentwicklung des islamischen Unstaats von einem lokal begrenzten Dschihad zu einer global kämpfenden Organisation. Mit den Mitteln einer Stadtguerilla wie in Syrien und Irak zu kämpfen, hat der Islamische Staat auf Paris übertragen. Für die Bekämpfung des Islamischen Staates dürfte das auch bedeuten, dass die Praxis, Bodeneinsätze zu vermeiden und sich auf Luftschläge zu beschränken, die auch nach den Anschlägen von 9/11 fortgesetzt wurde und erfolgreich die Infrastruktur der Al-Qaida in Afghanistan systematisch angriff und zerstörte, wohl nicht mehr ausreichend sein wird, sodass ein entschiedenes Vorgehen mit Bodentruppen in iranischen Kurdengebieten gegen die terroristische Infrastruktur geboten ist, um eine weitere Eskalation von Anschlägen in Europa entgegenzuwirken. Jetzt noch etwas anderes. Das folgende Bekennerschreiben, dessen Authentizität schwerlich letztgültig zu belegen ist, kann dennoch, was den Geist solcher Theorie und Praxis des Dschihad angeht, belegen, was im Vorherigen gesagt wurde. Die Bezüge auf den Koran zeugen jedenfalls davon, dass es sich bei den Verfassern um Leute vom Schlage dieser Surenbrüder sich handelt. Zitiert wird nach der Übersetzung des Fokus vom 14.11.2015. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Allah, der Höchste, hat gesagt, und sie dachten tatsächlich, ihre Festungen würden sie vor Allah verteidigen. Aber Allah kam zu ihnen, dort, wo sie ihn nicht erwartet hätten, und hat den Terror in ihren Herzen geworfen. Sie haben ihre Häuser mit eigenen Händen zerstört, mit den Händen der Gläubigen. Zieht daraus eine Lehre, ihr, die ihr klar sehen könnt, Sure 59, Vers 2. In einer gesegneten Attacke, die Allah ermöglichte, nahm eine Gruppe von Gläubigen, Soldaten des Kalifats, Allah gab ihnen Macht und Sieg, die Hauptstadt der Abscheulichkeit und der Perversion zum Ziel, die Hauptstadt, die das Banner des Kreuzes in Europa trägt, Paris. Eine Gruppe, die sich vom Diesseits losgesagt hat, ist auf den Feind zugegangen, hat den Tod gesucht in Allahs Weg, hat seiner Religion Hilfe geleistet, seinen Propheten und seinen Getreuen und wollte so seine Feinde erniedrigen. Sie waren wahrhaftig mit Allah, wir betrachten sie so. Allah hat es durch ihre Hände geschafft und Angst in die Herzen der Feinde in ihrem eigenen Land gebracht. Acht Brüder, die Sprengstoffgürtel und Sturmgewehre trugen, haben minutiös vorher ausgewählte Ziele im Herzen der französischen Hauptstadt anvisiert, der Staat der France während des Spiels Frankreich-Deutschland, bei dem der Dummkopf Frankreichs François Hollande anwesend war, Bataclan, wo sich hunderte Götzendiener in einer perversen Feier versammelt hatten, genauso wie andere Ziele im 10., 11. und 18. 18 stimmt nicht, Arrondissement und das alles simultan. Paris zitterte und unter ihren Füßen und die Straßen von Paris wurden zu eng für sie. Die Bilanz dieser Attacken sind mindestens 200 Tote und noch mehr Verletzte. Die Lobpreisung und der Verdienst gebühren Allah. Allah hat unseren Brüdern das ermöglicht, wo sie sich erhofften, den Weg der Märtyrer. Sie haben ihre Sprengstoffgürtel ausgelöst, inmitten der Ungläubigen, nachdem sie ihre Munition verschossen hatten. Möge Allah sie als Märtyrer akzeptieren und uns ermöglichen, ihnen nachzufolgen. Frankreich und alle, die seinen Weg folgen, müssen wissen, dass sie die Hauptziele des Islamischen Staates bleiben und dass sie weiter den Geruch des Todes riechen werden.
weil sie den Kreuzzug anführen, weil sie es wagten, unseren Propheten zu beleidigen, weil sie sich damit brüsteten, den Islam in Frankreich zu bekämpfen und Muslime auf dem Boden des Kalifats anzugreifen, mit ihren Flugzeugen, die sie in den übel riechenden Straßen von Paris nicht schützen konnten. Diese Attacke ist nichts weniger als der Anfang des Sturms und eine Warnung für alle, die meditieren und daraus eine Lektion lernen wollen. Allah ist der Größte. Die Macht geht allein von Gott und seinen Gesandten und den Gläubigen aus. Aber die Heuchler wissen nicht Bescheid. Sure 63, Vers 8. Soweit das möglicherweise authentische Bekenner schreiben. Es erinnert an den 19. Juni 2014, als in einer 34-minütigen Erklärung der ISIS-Sprecher Abu Muhammad al-Adanai im melodiösen Tonfall eines Koran-Rezitators die Errichtung eines islamischen Kalifats bekannt gab. Das bedeutete, dass ISIS nunmehr nicht nur an Gläubige in Syrien und im Irak sich richtete, sondern an Muslime in aller Welt und somit Al-Qaida die Vormachtstellung streitig machte, dessen Ableger der IS ja ist. Es kam zu einem Bruch, nachdem Abu Bakr al-Baghdadi ziemlich forsch begann, die bis dahin lediglich irakische Gruppe nach Syrien auszudehnen und andere dschihadistische Gruppen unter seine Herrschaft zu bringen und daraufhin beide Seiten gegenseitig zu Abtrünnigen sich erklärten. Die Audiobotschaft enthält einen Text von etwa 40 Seiten, keine Angst, den trage ich jetzt nicht vor, ist voller theologischer Ausführungen und Abu Bakr al-Baghdadi als neuen Kalifen Ibrahim. Jeder Muslim sei verpflichtet, ihm den Treueid abzulegen und ihn zu unterstützen, heißt es darin. Der Aufruf, eilt euch und sammelt euch um euren Kalifen, dass ihr vielleicht zu dem zurückkehrt, was ihr für Jahre wart. Könige der Welt und Ritter der Kriege. Das ist eine eindeutige Anspielung auf die Zeit des Islams, als die Anhänger des Propheten Mohammed nach dessen Tod 632 riesige Gebiete eroberten und ein Reich errichteten, an dessen Spitze der Kalif formell als politisches und religiöses Oberhaupt stand. Dieses Kalifat endete erst 1924, nachdem das Osmanische Reich nach dem Weltkrieg zerfallen war, und darum sollte man sich was bei denken, wenn Erdogan öffentlich von einer Erneuerung des Osmanischen Reiches träumt und so wie Russland auch kaum Aktivitäten gegen Gebiete entfaltet, in denen der IS präsent ist, sondern lieber Kurdengebiete oder Russland angeht, die andere oppositionellen Gruppen bombardiert. Die Ausrufung des Kalifats ist nicht nur Größenwahn, sondern Strategie, die den Kern des Anspruchs auf Weltherrschaft festschreibt, der schon deswegen nicht schlecht ankommt, weil viele nicht nur islamistische Gläubige mit dem frühen Kalifat die goldenen Zeiten des Islams verknüpfen, als die Muslime große Gebiete beherrschten und sich nicht von der westlichen Vormacht gedemütigt fühlten. Das erklärte Ziel somit Weltherrschaft. Wobei der Krieg, den wir asymmetrisch nennen, nicht mehr an Staatsgrenzen verläuft, sondern nur noch an Fronten überall auf der Welt, die dann auch mal mitten durch Paris, Malmö, London oder Hannover, da sollte ja auch ein Fußballspiel stattfinden, das dann abgesagt worden ist, verlaufen können. Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin, kann man dann ja auch nicht mehr sagen, weil der Krieg überall hinkommt. Und das auch, weil nun eine weitere Eskalationsstufe erreicht wurde. Für alle Kämpfer eine Art Erlebnisurlaub als Folterer, die Verlegung der Banlieue in Wüsten, wo dann nicht mehr heimlich, sondern vor lauter laufender Kamera gefoltert wird, nicht heimlich in Kellern, wie das vorher ja noch geschah. Bewusst wurden ja auch in Paris Großveranstaltungen gewählt. Der vorhin schon erwähnte Marc Trevidic äußerte sich dahingehend, dass Frankreich eines der Hauptziele eines terroristischen Überbietungswettbewerbes sei, eine Art Prix
Goncourt des Terrorismus zu gewinnen, indem sie das Ausmaß von 9-11 übertreffen wollen. Also Prix Goncourt, das ist ein Wettbewerb von Schriftstellern. Wenn bundesdeutsche Politiker darum sich kaum Sorgen machen und einen anderen Terror bekämpfen wollen, nämlich die Islamkritik, aus dem ein vermeintlicher Rechtsextremismus oder Rechtspopulisten ihren Nutzen ziehen könnten, so der Bundesjustizminister schon beim Anschlag bei Charlie Hebdo, oder Hannelore Kraft kurz nach dem Gemetzel im Bataclan sagte, sie werde dafür sorgen, dass die rechte Propaganda das Attentat nicht für ihre Zwecke nutzt. Vielleicht sollte man doch in so einer Situation etwas andere Sorgen haben. Nun gab es ja tatsächlich Schlussfolgerungen wie die Markus Söders, dass jetzt Schluss sein müsse mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien, die sich zwischen die richtigen Flüchtlinge, die selber vor dem Terror flüchten, mischen. Das ist allerdings realitätsfremd, denn diese Soldaten des Islamischen Staates besitzen deutsche, französische, belgische und dergleichen europäische Pässe. Mehr als 10.000 gewaltbereite Islamisten schätzte schon das französische Innenministerium allein in den französischen Großstädten. Es ist zu überlegen, was zu tun sei. Diese Diskussion wird noch fortgesetzt werden.